Willkommen zurück. Es geht hier weiter. Wir waren gerade mitten dabei, den Auftrag von Meister Belschwur zu erledigen. Und genau das werden wir mal tun. Gehen wir hoch. Hier müsste, glaube ich, Cole sein. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, hier ist Cole. Kann ich das... Nein! Kacke. Ich habe F9 gedrückt. Okay, das tut mir leid. Ich wollte eigentlich gerade schnell speichern. Und leider legt F9 und F8 direkt nebeneinander. Ach, Mist. Okay, sind wir hier. So, gehen wir nochmal da hoch. Und diesmal ganz vorsichtig F8. Denn man könnte es ja einfach mal gönnen. Mann, du steckst auch alles ein, was? Fumm. Schön hier alles, was zu Opfern alles ein, was? Hingelegt wurde. Können wir auch das? Schlösser knacken verstehe ich nichts. Hi, ich bin Cole. Bist du auch auf der Suche nach einem ruhigen Plätzchen? Nicht ganz. Eigentlich wollte ich mich nur mal umsehen. Tu das. Für mich ist hier der beste Platz der ganzen Stadt. Es ist so ruhig. Was machst du hier? Ich bete zu der heiligen Flamme. Ich bete, dass sie uns alle beschützt und ich bald wieder auf die Jagd gehen kann. Okay, bist du also Jäger? Du bist Jäger? Ja, ein Jäger ohne Bogen. Was ist geschehen? Das Gesetz erlaubt nicht, dass wir jagen. Die Ordenskrieger haben mich in die Stadt geschleppt. Ich hatte wohl noch Glück, dass sie mich nicht in die Vulkanfestung gebracht haben. Und dein Bogen? Ich habe ihn bei Costa versetzt. Er hat mich eine Woche satt gemacht. Aber jetzt hat nicht mal Flavio mehr Arbeit. Alles, was mir bleibt, ist der Eintopf von Meister Belschwur. Und Heiltrank von Belschwur. Ja, ein Heiltrank für dich. Mit einem Gruß von Belschwur. Ah, danke. Der Meister vergisst uns nicht. Erzähl mir von der Flamme. Ich bin nur ein einfacher Jäger und weiß nicht viel über diese heiligen Dinge. Versuch's einfach. Es ist... Die Flamme beschützt uns. Uns alle. Verstehst du? Sie beschützt die ganze Insel. Sie ist wie ein Lagerfeuer, das dich beschützt, wenn du im Wald bist. Nur diese Flamme ist halt viel größer und mächtiger. Ach, ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Man merkt das schon. Ich bin kein Magier. Aber ich weiß, dass die Flamme uns beschützt. Ja, ich glaube, das haben wir auch viel rausgehört. Zum Thema da Jagen. Wir wollen halt nicht jagen. Also keine Jäger-Skills erlernen. So, Gilles. Du siehst aus wie jemand aus der Vulkanfestung. Ja, richtig. Ich bin Novize Jill. Ich stehe Meister Belschwur zur Seite. Okay, Jill halt. Was genau passiert da oben in der Vulkanfestung? Die Festung ist normalerweise ein Ort der Ruhe und des Wissens. Aber jetzt hat sich die Inquisition dort breit gemacht und bildet ihre Rekruten aus. Wie entscheidet sich, ob jemand Rekrut oder Novize wird? Die meisten, die in die Vulkanfestung kommen, gehen den Weg des Rekruten. Sie werden zu einem weißen Ordenskrieger ausgebildet. Sie erlernen die hohe Kampfkunst mit dem Stab und die Grundbegriffe der Magie. Manchmal erwählen die Magier einen Novizen, der es wert ist, Magier zu werden. Er erlernt ebenfalls die Grundbegriffe des Kampfstabes, jedoch wird er in die tiefsten Geheimnisse der Magie eingeweiht. Wenn du auch Novize werden willst, dann halte dich am besten an Meister Belschwur. Nee, danke. So. Ich soll Heiltränke für Belschwur verteilen. Das ist eine gute Sache. Die Menschen hier brauchen Heilung. Nein, danke. Nee. Nee, das Rest müssen wir nicht wissen. Können wir es mal weitergehen? Also wird hier nur noch gelabert. Ich würde sagen, beenden wir den Quest, deswegen gehen kurz eben zu Josh, der ist hier in der kleinen Kneipe hier. Oder Bar oder was auch immer das sein soll. Hallo. Ah, Kundschaft. Das sieht man gern. Was kann ich für dich tun? Hier. Ich habe hier einen Heiltrank für dich von Belschwur. Danke. Hey, ich wünschte, es gäbe mehr Männer, die sich um uns arme Schweine kümmern würden. Da wurde ich gerade angestupst beim Teamspeak. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal. Jetzt muss ich kurz Teamspeak beenden. Ja. Ich habe alle Bedürftigen, die ich finden konnte, mit Heiltränken versorgt. Gut gemacht, mein Sohn. Du bist wahrlich eine große Hilfe. Die heilige Flamme möge dich schützen. Wer weiß,
Vielleicht willst du ja sogar Novize werden. Meinen Segen hättest du jedenfalls, mein Sohn. Ich werde Carlos davon berichten. Er wird dich rufen lassen, wenn er Zeit für dich hat. Tu, was er dir aufträgt. Wenn du ihn von dir überzeugen kannst, wird er dich sicher zur Vulkanfestung bringen. Nur er kann dafür sorgen, dass du in diesen schweren Tagen unbehelligt zur Vulkanfestung gelangst. Denn ohne sein Wohlwollen wirst du von den weißen Ordenskriegern außerhalb dieser Mauern verhaftet. Verstehe. Gibt's noch irgendwas? Kann ich noch etwas für dich tun? Nein. Ich denke, im Moment wäre das alles, mein Sohn. Vielleicht später. Okay. Die kranke Bäuerin Martha hat jetzt eine sichere Unterkunft. Sehr gut, mein Sohn. Du bist ein guter Mensch. Ach, wenn doch nur alle Leute in dieser Stadt so rücksichtsvoll wären. Hier, ich hab da was für dich. Die heilige Flamme möge dich erleuchten. Finde ich super. Noch ein bisschen EP. Wie steht es denn gerade mit der EP-Leiste? So, okay, wir brauchen noch ein bisschen. Noch ein ganz kleines bisschen. Hallo Flavio. Ich bin der Händler Flavio. Hey, ich. Du bist bestimmt auf der Suche nach Arbeit. Ich kann dir keine geben, also probier es woanders. Du hast keine Arbeit mehr anzubieten? Seit die Stadttore geschlossen sind, kommen meine Jäger nicht mehr raus. Also gibt es keine Jagd mehr. Keine Jagd, keine Beute, kein Gold. So sieht's aus. Wir müssen halt alle den Gürtel enger schnallen. Hast du einen Job, der in der Stadt erledigt werden kann? Da ist schon eine Sache. Wir könnten hier alle mal eine Lieferung Fleisch gebrauchen. Soll ich etwa Fleisch verteilen? Nein, darum wird sich Meister Bellschwur kümmern. Du musst das Fleisch aus der Schlachterei besorgen. Ich habe bereits mit Baxter gesprochen, aber er will 10 Felle haben, bevor er das Fleisch rausrückt. Ich soll also die Felle auftreiben. Wenn du das irgendwie schaffst, kriegen wir wenigstens Fleisch. Okay, da wurde ich auch noch ein Scap angerufen. Das heißt, nach der Folge werde ich mal kurz nachgucken, was da los ist. Hast du keine Felle? Immerhin handelst du doch damit. Nein, mein Lager ist leer. Die Banditen haben sich zu oft bei mir bedient. Frag mal meine Jungs, Pavel oder Cole. Vielleicht wissen die etwas. Okay, werden wir tun. Okay. Ich kümmere mich um Baxter und die Felle. Gut, dann besorge 5 Keiler und 5 Wolfsfelle und bring sie Baxter. Sobald du das Fleisch hast, bring es zu Meister Bellschwur, damit er es verteilen kann. Gut. Was habe ich davon, wenn ich die Felle auftreibe? Du willst für deine Arbeit bezahlt werden. Viel habe ich nicht mehr. Ich kann dir nur ein paar Pfeile anbieten. Pfeile? Was soll ich mit Pfeilen? Wo finde ich Baxter? Bist du ein Jäger? Im Schlachthaus am Hafen. Er organisiert den Handel mit dem Fleisch. Eigentlich ist er ein umgänglicher Typ, aber er nimmt seinen Job sehr genau. Womit handelst du? Mit Jagdtrophäen. Felle, Klauen und Zähne sind mein Geschäft. Ich zahle für gute Beute und versorge dich mit neuen Pfeilen. Ich brauche ein paar Sachen. Erdpfeile und Zeug, aber es brauchen alles nicht wirklich. Gucken wir mal. Haben immer noch nichts zu verkaufen. Wie sieht es mit den Fellen aus? Sehr mau noch. Da müssen wir noch ein bisschen sammeln. So. Wo kann ich Felle auftreiben? Ich habe keine und kann auch keine herbeizaubern. Aber einige Bürger haben ihre Häuser mit Fellen ausgelegt, wenn du weißt, was ich meine. Aber das ist doch Diebstahl. Tja, Wölfe und Keiler sind gerade nicht so viele in der Stadt. Und wenn du keine Felle mitgebracht hast, kannst du höchstens noch bei den Händlern suchen. Oder du probierst es im Schlachthaus. Vielleicht haben die noch was. Okay. Wenn wir jetzt kommen, sind wir aber erstmal Cole fragen. Den Tipp hatten wir ja noch. Huch. Nein, er ist weg. Das geht doch nicht. Gucken wir vielleicht mit seinem Haus nach, denn der wohnt da unten rechts, hier in dem Häuschen. Der Lehmhütte. Besser, du fasst hier nichts an. Weißt du, wo ich Felle bekommen kann? Felle? Ich hörte, Baxter lässt eine Lieferung Fleisch bringen, wenn er einen Haufen Felle bekommt. Deshalb bin ich hier. Hast du Felle? Pass auf, ein Fell habe ich noch. Das kannst du kriegen. Und? Wie kann ich mehr Felle auftreiben? Keine Ahnung, vielleicht hat Pavel eine Idee. Ja, hat er. Aber die ist ein bisschen suboptimal.
So. Hier können sie die Pflanzen mitnehmen. In das Haus kommen wir, glaube ich, auch nicht. Ne. Dann gehen wir erstmal weiter. Ja, naja. Ich werde dir besser auf die Finger schauen, solange du hier bist. Ja, ist schon klar. Aber in das Haus können wir reingehen. Kurz abspeichern. Richtige Taste drücken. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Hier ist nichts. Eine Möhre. Tut's etwas. Hallo, Nelson. Ahoi, Fremder. Ich bin Nelson, Kartenzeichner. Ich brauche eine Karte der Insel. Wofür? Es darf doch niemand die Stadt verlassen. Gibt es da nicht so ein Gesetz? Das wird mich nicht lange aufhalten. Nun, wenn das so ist, dann will ich dir eine Karte zeichnen. Was verlangst du für die Karte? Oh, ich werde sie dir zu einem angemessenen Preis überlassen. Aber darüber können wir reden, wenn sie fertig ist. Ja. Die Karte wird dann fertig sein, wenn wir einen Weg aus der Stadt gefunden haben. Hey, du! Carlos will mit dir sprechen! Er wartet auf dich oben im Wachhaus! Gott, man kann mich ja nicht so anschreien. Mann, ich habe gerade richtig erschrocken. Gut, dann sind wir hier falsch. Dann gehen wir zum Kommandanten. Wir wollen ihn ja nicht warten lassen. So, hier sind wir jetzt unten am Hafen. Wunderschön. Sogar ein Leuchtturm. Ich mag Leuchttürme. Da können wir vielleicht auch gleich mal reinhüpfen. Da gibt es ein bisschen was zu holen. Ist hier irgendwas? Hier ist nichts. Gut. Dann gehen wir mal rein. Ich glaube, hier ist soweit. Genau, hier ist nämlich Jacks Truhe. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Da brauchen wir einen Schlüssel. Wir können erstmal hier hochklettern und dann die große goldene Schale von da oben holen. Wie ihr seht, eine Seite. Au. 1, 2, 3. Das heißt, wir brauchen noch welche. So. Und nein, den Schlüssel. Achso. Den Schlüssel für die Truhe. Der ist auch noch im Leuchtturm und der ist ein bisschen versteckt. Oh, noch ein Fell. Sehr gut. Den, also die Information, wo der für sich versteckt, kriegt man, wenn man Josh erpresst. Das heißt, wenn man da die Quest macht. Für die Diebesgilde. Dann weiß man, wo der Schlüssel ist. Aber wie gesagt, wenn man es sowieso weiß, dann ist es ziemlich einfach. Wie gesagt, der hängt da hinter Balken. Klack. Und Jack ist übrigens der Leuchtturmwächter. Ist zwar ein bisschen gemein, ihn zu bestehlen, aber meine Güte. Da sitzt er und futtert. So. Klack. Und hier ist Gold, hier sind Fell und ein Ring. Oh, sogar ein magischer Ring. Sehr schön. Ach Mist. So, direkt mal anlegen. Stichwaffen sind, glaube ich, Pfeile. Ich bin mir nicht ganz sicher. Achso, zum Kommandanten. Gut. Ich werde erstmal alles ignorieren und direkt zum Kommandanten durchmarschieren. Hüpf. Die Stadt ist relativ groß. Das ist halt nicht so eine riesige Großstadt, aber halt für so eine kleine Hafenstadt schon groß. Und auch die einzige Stadt, die es hier in Risen gibt. Also einzige wirkliche Stadt. Sonst gibt es halt nur diese Novizenhöfe oder sonst was. Halt! Kein Zutritt! Mach schon Platz! Carlos hat mich rufen lassen. Ah, tatsächlich? Ja, kannst ihn ja fragen, wenn du mir nicht glaubst. Okay, schon gut. Du kannst reingehen. Ja, das war ja leicht. Aber ich wollte eigentlich kurz eben... Hallo? Eben erst hier die Pilze holen, beziehungsweise Pilz und Pflanze. Übrigens das ganze Zeug, ich kann mal ganz kurz erklären, wofür das alles da ist. Die Alchemie. Also hier sind die ganzen Heilträge, ist klar. Und halt diese Wurzeln, es gibt immer Kraut, es gibt Pflanze und Wurzel. Dasselbe mit hier im Mana. Pflanze, Wurzel. Ja gut, gibt's ja halt gerade nicht das Kraut. Ich meine, da gibt's auch Kraut von. Naja. Und hier seht ihr schon U plus 1 Stärke plus 1 Geschicklichkeit und so weiter. Aber das werde ich noch nicht futtern, weil man kann auch später Tränke machen, genau wie aus den beiden hier. Kann man später Tränke machen.
Ja. Und dann sozusagen die Wirkung verstärken. Das können wir direkt futtern. So. Uff, ne, direkt 15 EP wieder. Glaube ich, das Ei. Und jetzt haben wir schon 9 Äpfel. Wir brauchen noch einen Apfel. Dann kriegen wir einen Stärke. Und wir können eben einen rauchen. Das bringt nämlich EP. Das ist, was ich sehr pädagogisch wichtig finde. Fürs Rauchen EP zu bekommen. Aber gut. So. Ach, das ist Carlos. Ich hoffe, wir dürfen das hier mal. Ich bediene dich mal. Ist zwar nur so rostiges Zeug, was nicht viel bringt, aber besser als nichts. Können wir direkt weitergehen, wenn der gerade unten ist. Können wir uns hier ein bisschen bedienen. Fum. Fum. Noch kurz abspeichern. Fum. Ja, doch, ich denke, der braucht seine Waffe nicht mehr. Schlösser knacken, verstehe ich nichts. Zack. Zack. Ist hier noch was? Nein. Gucken wir nochmal im Schrank. Oh, ein bisschen. Bisschen Stuff. So. Hier oben. Da ist eine Wache. Okay. Zack. Zack. Einmal komplett plündern. Dann noch hier kurz lesen. Interessant. Obwohl das eigentlich ziemlich Quatsch für uns ist. Muss ich zugeben. Also diese Weisheit, es gibt ja jede Menge Bücher und die bringen halt alle so zu viel Weisheit. Und, oh, schick. Kann der was? Ja. Aber nicht für uns sinnvoll. Egal. Oh, ich bin stehen geblieben. Achso, hier mit der Weisheit halt, mit da. Wir haben jetzt 13. Kann man sozusagen später, wenn man hoch genug ist, kann man halt die nächste Runenstufe haben. Es gibt ja halt 3 Stufen von Runen. Sieht man auch hier unten. Ne, sogar 4. 4 Siegelstufen. Und man muss immer so zu viel Weisheit haben, um halt weiterzukommen. Ich gucke mal da oben auf den Zinn, ob da noch irgendwas ist. Zack. Ich meine aber, ne, hier ist nichts mehr, oder? Ich kletter mal waghalsig. Ne, hier ist nichts. Wir könnten jetzt in die Freiheit springen. Beziehungsweise in den Tod. Oh Gott, ich dachte, jetzt springt er wirklich runter. Ne. Au. Das war nicht geplant. Hat hier jemand? Wie auch immer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Erstmal. Ach komm. Nee. Ich plündere erstmal zu Ende. Irgendwie wurde bis jetzt jede Folge ein bisschen Überlänge. Aber ist auch schön. Vom Schlösserknacken verstehe ich. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Na gut. War nur die eine Truhe. So, jetzt aber. Komm, Carlos, steh ich mal neben dich. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.